Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800 Open Beta. Weiter geht's im Text, im Kontext oder wie auch immer ihr das haben wollt. Unsere Holzproduktion läuft. Können wir uns nicht beschweren. Für Baumstämme, wunderbar. Kein Platz mehr frei. Warum brauchen die denn Waren? Ich weiß jetzt nicht, ob die Sägewerke 1 zu 1 machen oder ob das 2 zu 1 ist. Das müsste man dann ausprobieren. Tatsächlich. Aber die haben jetzt alle beide 0%. Ah, ich habe 75 von 75 Brettern. Das ist gut. Fisch geht nach oben, Bretter sind oben. Das ist 1 zu 1, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hätte am liebsten und am gerne gesehensten hier. Shadow of the Tomb Raider werde ich jetzt am Wochenende aufnehmen. Das werde ich aber jetzt auch komplett durchziehen. Assassin's Creed Unity werde ich auch wahrscheinlich jetzt am Wochenende durchziehen, weil ich habe das Wochenende frei. Weil ich nebenbei noch ein paar Anno-Aufnahmen machen. Also wird auf jeden Fall interessant und spannend werden. Wie ich das alles deichsle. So, dass ich das am günstigsten für alle hinkriege, dass ich erstmal versuche, ein paar Projekte abzuschließen, weil ich habe ja mittlerweile jetzt schon Division 2 habe ich ja auch, Tropico 6, ich habe jetzt Anno 1800, ab nächste Woche Dienstag kommt ja Vollversion raus, dann habe ich Satisfactory, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo ich mit anfangen soll. Ich habe mir erstmal so überlegt, dass ich vielleicht erstmal die alten Projekte, also was ich noch so am Laufen habe, erstmal soweit fertig mache. Weil sonst kommt man wahrscheinlich gar nicht mehr auf den grünen Zweig. Ja. Assassin's Creed Unity ist... Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, ich weiß. Assassin's Creed Unity ist ja im Endeffekt ja auch nicht mehr viel. Ja, also muss man ja auch wirklich sagen, damit bin ich ja fast durch. Alles wird zum Raub der Flammen. Bekämpfe diese Feuersbrunst. Was ist los? Feuerwehr ist doch hier. Es geht ab. Stand gespeichert. Ja, also, dass ich das erstmal so weit fertig mache, weil... Du ehrst einen Unsterblichen. Weil, wie gesagt, Unity und Shadow of the Tomb Raider fehlt ja nicht mehr viel. Das werden nochmal so 6 Folgen vielleicht. Von beiden. 6, 7, vielleicht auch 10 Folgen. Na? Dann haben wir das Osterwochenende.
Flammen wurden gelöscht. Ja, geh doch. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. 83%, 84%. Der Metallpflug hat einiges geändert, ganz klar, aber zum Besseren oder Schlechteren? Ja, wenn, also wenn die Folge hier kommt, ich denke mal, wird ja dann Samstag sein, genau, wird der Samstag dann der 13. sein, da gucken wir auf jeden Fall, dass wir das hinkriegen. So, 65, 66, 67, 68, 69, die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten, der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Zahle sofort deine Schulden oder verhöker, was immer du noch hast. Alter, was ist denn das von? Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Ja, also, das ist echt ein schrecklicher Onkel. Genau. Und da müssen wir halt mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege am Wochenende. Dass ich, ja, morgen dann anfange, Tomb Raider zu machen und das alles. So. Beeil dich, verdammt! Was will er jetzt? Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Kann mir jetzt jemand Wann mal... Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Familienbander. Lagern Sie 4 Tonnen Schnaps. Spielstand gespeichert. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Fangen Sie das Viehzeug ein. Okay. Jeden Tag eine gute Tat? Finden und holen Sie Wildtiere. Okay.
Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Bright Sands? Muss ich hier vielleicht wieder Tina auch sammeln oder was? Bright Sands wird unserer Familie noch von großem Nutzen sein. Du wirst schon sehen. Ja, das war vom Vater. Was baut denn er hier? Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. Was sagten Sie gleich, woher Sie kommen? Das Land kann nur bestellt werden, wenn es auch genug Felder gibt. Lege sie an. So. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ja, 2 Tonnen Schnaps haben wir. Ja, will er jetzt Schnaps haben als Bezahlung oder was? Was ist denn mit den Typen los? Spielstand gespeichert. Ja, wir brauchen jetzt erstmal 4 Tonnen Schnaps, dass wir den erstmal wieder loswerden. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward, kann uns mal!
Bestimmt schon dreimal wieder irgendwo dran vorbeigeflogen an irgendeinem Mob. Hier ist noch mal einer. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Ja, komm, zieh Leiner. Ich weiß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Oh, ey, ja, Kollege, willst du jetzt mit mir anlegen oder was? Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Oh, ja. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Anscheinend nicht. Ah, ja. Ein Leben ferner von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Hätte mich dein Vater nur gelassen, wir hätten all das gemeinsam aufbauen können. Hinfort mit dir! Deine Anwesenheit ist eine Bürde. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Jawohl. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid, der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders. Die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. Okay. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten.
Oh, ist das ein garstiger Onkel, oder? Das ist ja echt der Hammer. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Spielstand gespeichert. Na, was haben wir denn, verschulden? Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. So, Arbeiterhaus. Wo ist ein Arbeiterhaus? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Steigen die nicht von alleine auf? Ich muss ja jetzt nicht jeden aufsteigen lassen, oder? Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Schnaps, okay. Aber Kohle gibt es, glaube ich, noch andersweitig. Brot können wir dann produzieren. Gut gemacht. Und das ein... Ja, aber... Das haben wir uns verdient. Ein Ingenieur, okay. Naja, langsam wird die Insel doch mal wieder ansehnlich. So, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.